Da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin zurzeit hier mit meinem Gruppenleiter Christopher Polker. Und woran und warum wir genau hier im Regenwald forschen, darüber erzählt er euch heute was. Hoch zu dir, Christopher, ins Zoom-Studio. Danke, Leslie. Also, ich bin Christopher Pilker, ich bin Gruppenleiter am MPI in Mainz und hier an ATUR beteiligt seit ungefähr 2011, damals noch allein als Doktorand und mittlerweile mit vielen geschätzten Mitarbeitern. Was wir untersuchen, ist im weitesten Sinne das, was der Wald sozusagen ausatmet, also jegliche Art von Spurensubstanzen. Das sind die Treibhausgase natürlich zum einen, reaktive Spurensubstanzen und eben Partikel. Und wir interessieren uns eben dafür, wie diese Substanzen in der Atmosphäre dann gealtert werden und was sie eben für Konsequenzen für atmosphärische Prozesse und eben das Klima haben. Insbesondere die Bildung von Wolken und eben von Niederschlag, also eine Art Achillesferse hier im Regenwald. Die Idee für das ATUR-Projekt kam, glaube ich, so in den frühen 2000ern auf. Es gab ja schon eine Reihe von Tourmessungen vorher, schon seit den 80er Jahren. Die Idee resultierte daraus, dass man eben dann mit einem Türmkurs noch weiter in die Atmosphäre messen wollte. Die ersten Türme waren jetzt so 60, 80 Meter hoch, also relativ nah bei den Baumkronen. Und man wollte eben einen Turm haben, mit dem man eben dann deutlich höher in die atmosphärischen Schichtungen reinkommt, um eben die Austauschprozesse und auch den Ferntransport von verschiedensten Spurensubstanzen besser zu verstehen. Und seit den frühen 2000ern bis zu 2010, das war so dann die Geburtsstunde des Projektes, seit 2009, 10 gab es ja die allerersten Pioniermessungen, noch unter sehr widrigen Bedingungen. Und seit 2012, 13 dann wirklich so die ersten ernst gemeinten kontinuierlichen Messungen, auch auf den kleinen Türmen zunächst und dann seit 2017 auf dem großen Turm. Eins der Highlights hier im Projekt ist sicher, in dem Team zu arbeiten. Es gibt immer eine wechselnde Besetzung hier mit ganz unterschiedlichen Kollegen. Viele von denen hat man dann teils noch gar nicht getroffen. Und was wirklich bereichernd ist, ja tagsüber was auf die Beine zu stellen, dem Regenwald hier dann Messungen und Daten abzutrotzen und dann abends den Tag im Camp ausklingen zu lassen und auch den Tag zu decken zu können. Zurück zu dir, Leslie. Vielen Dank, Christopher. Und wenn ihr mehr über das Campleben erfahren wollt und welche Aufgaben ich hier habe, dann schaltet in den nächsten Videos wieder ein. Christopher, mach mal nicht mehr so lange, gibt gleich Essen.